Das ist auch das Neue an 5G, dass es nicht nur darum geht, höhere Datenraten zu unterstützen, wie man seit der Mobilfunk kannte, in den verschiedenen Generationen, sondern es ist auch ein sehr starker Fokus auf diese neuen vertikalen Anwendungen gelegt wird. Und da geht es dann halt auch sehr viel um Zuverlässigkeit, um Echtzeitfähigkeit, kurze Latenzen, also genau die Dinge, die wir auch in der industriellen Fertigung für viele Dinge benötigen. Von dem her haben wir schon die große Hoffnung, dass 5G dann auch diese Anforderungen zu dem Großteil erfüllen kann. Das ist eine Diskussion, die gerade sehr kontrovers diskutiert wird. Also Industrial Radio, was es geben wird, aller Voraussicht nach, zumindest mal in Deutschland, da muss man gucken, wie es international aussieht, sind lokale Campusnetze mit 5G. Das heißt, dass man für die Industrie nicht die öffentlichen Mobilfunknetze nutzt, sondern private, nicht öffentliche Netze hat, lokal, und die vielleicht auch sogar selber betreiben kann. Die Bundesnetzagentur ist ja gerade dabei, die Vergabebedingungen festzulegen für das 5G-Spektrum. Da ist vorgesehen, dass es auch ein Teil des Spektrums reserviert wird für lokale und regionale Anwendungen. Und es könnte genau die Grundlage dafür sein, dass man in der Fabrik ein eigenes 5G-Netzwerk aufbaut als Fabrikbetreiber und dieses Netz dann auch entweder selbst betreibt oder auch in geeigneten Partnerschaften mit den klassischen Netzbetreibern oder anderen Playern, die vielleicht auch entstehen werden dadurch. Ja, die 5G-Spektrum in Deutschland wird Anfang nächstes Jahr vergeben werden. Wir gehen davon aus, dass im zweiten Quartal dann der Vergabeprozess oder der Auktionsprozess abgeschlossen ist und dass es dann in der zweiten Jahreshälfte 2019 im Prinzip losgehen kann mit dem Netzausbau. Und gerade diese lokalen Campusnetze schaffen dann auch die Grundlage dafür, dass man sehr schnell starten kann in der Fabrik. Das heißt, man muss nicht warten, bis die klassischen öffentlichen Mobilfunknetze ausgebaut sind, sondern kann selbst schon aktiv werden. Und es ist dann natürlich die Sache jetzt von jedem Einzelnen, ob er dann gleich mit 5G anfängt, ob man erstmal ein 4G-Netz aufbaut oder vielleicht auch eine Zwischenlösung, was es auch geben wird. Aber auf jeden Fall kann es in der nächsten, in der zweiten Jahreshälfte 2019 losgehen und ich rechne auch fest damit, dass dann die ersten Fabriken mit 5G ausgerüstet werden werden. Ja, die große Vision, die wir Science Bosch haben, ist, dass 5G im Prinzip das zentrale Nervensystem wird der Fabrik der Zukunft. Die Fabrik der Zukunft ist natürlich eine sehr langfristige Vision, aber da werden nur noch die Wände, der Boden und die Decke fest sein. Und alles andere in der Fabrik wird mobil, flexibel und sehr einfach rekonfigurierbar. Damit das Ganze funktioniert, müssen aber diese verschiedenen Module miteinander vernetzt sein, sehr leistungsfähig auch miteinander vernetzt sein. Und wir sehen eben 5G als die Technologie der Wahl und auch die einzige Technologie, die es momentan gibt, die diese effiziente Vernetzung dann realisieren kann und somit die Fabrik der Zukunft letzten Endes zum Erfolg bringen kann.